Hier nun, wir kommen zurück hier zu StarCraft 2 Legacy of the Void. Was? Ach nein, 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 ich will nicht neu starten. Ich will weiter. Nun schließlich sind alle Teile der Prophezeiung erfüllt. Doch durch ein großes Opfer wurde uns Hoffnung gewährt. Eine Vision der Xel'Naga weist einen Weg, die drohende Vernichtung abzuwenden. Nun kehre ich zu meinem Volk zurück. Sie werden mein Handeln nicht verstehen, doch ich werde mich ihrem Urteil stellen und sie überzeugen. Denn einzig Artanis, der junge Hierarch der Protoss, kann die verschiedenen Fraktionen vereinen, bevor Amons Zorn die Galaxie verschlingt. Aufregung. Ich bin mit Satanas in jungen Hierarch. Oder auch nicht. Nämlich, das war der Prolog. Und jetzt spielen wir die Hauptkampagne. Legacy of the Void. Was bisher geschah, haben wir ja schon gesehen. Und neue Kampagne. Und auf normal. Und wir starten. Kennen wir schon. Sorry. Aber die kennen wir schon. Kam in der ersten Folge. Für die Galaxie zeichnet sich ein großes Unheil ab. Der dunkle Gott Amon ist zurückgekehrt, angetrieben durch Ceratuls... Prophezeiung haben sich Kerrigan und ihr Schwarm daran gemacht, Amons hybriden Streitkräfte zu vernichten, um so das bevorstehende Verderben abzuwenden. Nun, da die Bedrohung durch die Zerkundigen nicht mehr besteht, hat der Protoss-Hierarch Artanis eine gewaltige Invasionsflotte zusammengestellt und um die Welt der dunklen Templer Shakuras verlassen mit der Rückeroberung ihrer verlorenen Heimatplanet Aiur will er den einstiegen Ruhm der Protoss wiederherstellen. Okay, was ist ein Einstiegen? Einstigen! Oh, Gottes Willen! Asche über mein Haupt! Stehen wir unserer Bestimmung gegenüber. Denn heute fordern wir unser Geburtsrecht zurück. Heute fordern wir zurück, was uns gestohlen wurde, und befreien unsere Heimat. Und möge uns das Licht der Kana leiten. Die Invasionsflotte steht bereit. Wir warten nur auf euren Befehl, Hierarch. Ihr müsst diese Invasion sofort abwehren. Teratul! Templer! Ergreift diesen Verräter! Nein! Nein! Wir werden ihn anhören. Der letzte Krieg steht bevor. Amon, der Gefallene, ist zurückgekehrt. Diesem Ketzer kann man nicht trauen. Diese Invasion darf uns nicht von unserem wahren Kampf ablenken. Amons Zorn wird die gesamte Galaxie verschlingen. Vergesst niemals, er ist verantwortlich für den Untergang Aiurs. Und das lastet schwer auf meinen Schultern. Artanis, ich habe einen Weg gefunden, der drohenden Dunkelheit zu trotzen. Ihr müsst mir glauben. Wir haben viel gemeinsam durchgestanden, Ceratul. Doch es wurden unzählige Opfer erbracht, um diesen Augenblick herbeizuführen. Exekutorin, beginnt die Invasion!
Ach, schön. Ausgezeichnet, Celendis. Sobald die Warp-Verbindungen von den Verseuchungen gesäubert wurden, werden unsere Streitkräfte überall auf Ajur zuschlagen. Die Templer erwarten eure Befehle, Hierarch. Okay, wir spielen also den Hierarchen. Drücke F2, um Einheiten ihrer Armee auszuwählen. Ja, okay. Kalt ist die Leere. Ey, du musst mir das jetzt wirklich nicht erklären, du. Ich hab grad... Krieger, Ajur erwartet euch. Zieht in den Kampf und erobert eure Heimat zurück. Das Spiel erklärt mir doch jetzt nicht gerade wirklich, wie ich zu spielen habe. Naja, gut. Ich sende euch einige Kolosse zur Unterstützung. Setzt sie mit Bedacht ein. Ja, einfach rein. Epische Schlacht hier oben. Komisch, dass diese Barrieren immer noch aktiv sind. Ganz in eurer Nähe befindet sich ein Schwarmcluster. Ihr solltet ihn zerstören, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ja, machen wir. Das machen wir doch locker. Wir wollen den Zerg doch alles nehmen, was... Gut gemacht, meine Krieger. Nun lasst uns die Warp-Verbindung zurückerobern. Wie ihr befehlt. Ihr seid auf mich angewiesen. Was ist das da oben eigentlich? Ganz wie ihr wünscht. Herakul. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, mit den Hetzern nach vorne zu springen, aber hey... Verbindungen sind immer noch in der Gewalt der Zerg. Macht euch bereit, Brüder. Vorwärts zum Sieg. Oder. Ja, bring. Da ist die erste Folge fertig. Artanis. Muss man gleich sofort hochladen, wenn ihr. Sich noch mehr Schwarmstöcke. Ihre Zerstörung würde den Zerg einen vernichtenden Schlag versetzen. Ja, wir machen alles kaputt hier. Wir wollen Ajur befreien. Vernichtet ihn. In den Kampf! Ihr seid ja schon im Kampf. Naja. Der Schwarmcluster wurde zerstört. Weiter, Brüder! Wie ihr wünscht. Krieg neue Einheiten. Das ist euer Begehr. Ihr seid auf mich nicht. Mehr. Mehr Einheiten. Echt? Das Schiff ist abgestürzt? Wer hat das denn gekriegt? Danke für eure Hilfe, Hierarch. Wenn ihr erlaubt, werden wir uns euch anschließen. Müssen hier rüber. Okay, das war jung. Wollen ja alle zwei am Schwarmcluster hier zerstören. Möge die Kala unsere Klingen leiten. Verwilderter Zerg. Ah, okay, die sind also nicht unter Kerrigans Einfluss. Das habe ich mir eh gefragt, warum die Kerrigan... Ein weiterer Schwarmstock wurde ausgeschaltet. Nur noch einer noch kämpfen würde. Meine Krieger. Das habe ich mir eh schon gefragt, weil warum soll Kerrigan gegen uns kämpfen, wenn sie weiß... da ist was viel Höheres.
Die zweite Warp-Verbindung wird gerade aktiviert. Ah, hier ist sie rübergegangen. Matrix-Signal bestätigt. Verstärkung wird an eurer Position herangewarpt. Danke, Salendris. Du bist ein Schatz. Alter, wie viel Berserker ich hier hab. Artanis, diese Brut handelt koordiniert. Das zeugt von einer Intelligenz jenseits verwilderter Zerg. Ihr habt recht, Ceratul. Es scheint, als stünden sie unter dem Einfluss einer unsichtbaren Macht. Wir müssen wachsam sein. Aber erstmal zerstören wir den Schwammstock. Das war der letzte. Möge dies der erste Sieg von vielen weiteren sein. Ajur wird wieder uns gehören. Wahrscheinlich verlieren wir alle. Oder irgendwie so ein ultra mega super duper Boss steht. Oh, Alter. Das ist ein Riesenpylon. Die letzte Verbindung liegt vor uns. Zeigt den Zerg keine Gnade. Wenig. Keine Gnade, Zerg. Hybriden. Erst geboren. Unmöglich. Hybriden auf Ajur. Sie waren es, die die Zergbrut bewegt haben. Das ist das Ende. Aha. Ja, wir haben jetzt alles geschafft. Es ging aber schnell. Die Warp-Verbindungen wurden gesichert. Unsere Jäger rücken jetzt auf die Oberfläche vor. Übernehmt das Kommando über die Invasion, Exekutoren. Ceratul, ihr und ich müssen die jüngsten Geschehnisse besprechen. Das machen wir doch locker. Auch wenn es eine kurze Folge war, dann sehen wir uns natürlich erst wieder in der nächsten Folge. Denn ich sage, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.